Naturgemäß beschäftige ich mich mit Veränderungen, die 15 bis 15 Jahre lang wirken, tatsächlich neues Verhalten produzieren. Und mit diesem mobilen Tabubruch, mit diesem Projekt hier, habe ich das Thema Mobilität an die Oberfläche gehoben, habe das Volk, Kunden, Teilnehmer von Workshops und Vorträgen gefragt, wie möchten Sie sich morgen bewegen? Schauen wir mal, was hier die Eddings hinterlassen haben, ohne räumliche Begrenzung. Oder hier zum Beispiel mit dem Auto, jedoch klimafreundlich, schick und schnell. All diese Kommentare beschreiben, dass Mobilität tatsächlich relativ klar ist in den Köpfen dieser Menschen, dass Antworten bereitstehen, obwohl die Fragen relativ spontan gestellt wurden. Und genau das versuchen wir jetzt hier auf dem Platz. Hallo, wie ist dein Name? Philipp. Philipp, das hier ist ein Projekt, wo Menschen eine Frage beantworten. Und zwar, wie möchtest du dich morgen bewegen? Hast du Lust, das draufzuschreiben? Hier ist die eine Seite. Jetzt gehen wir mal zur anderen Seite. Was sagen eigentlich die Experten? Was sagen die Experten zur Mobilität der Zukunft? Wenn Sie heute in die Welt schauen, dann, ja, dann gibt es Studien wie eine aus Berlin, ja, wo 20- bis 27-Jährige gefragt werden, wollen Sie ein Auto? Und zwei Drittel sagt, nein. Mobilität verändert sich massiv. Und es hat natürlich nicht nur Auswirkungen auf die Bewegung von A nach B, sondern es hat natürlich Auswirkungen auf meine Wohnung in Korntal. Wie? Ja, einfach weil die großen Player hier sind. Ja? Weil die großen Player hier sind und ich hoffe, dass die großen Player einen guten Job machen, sich da irgendwie anzupassen. Seit es Elektromobilität gibt, wird der Verbrennungsmotor so pro Jahr um 1,5 Liter besser. Ist das der beste Effekt, den die Elektromobilität produziert hat bisher? Also im Grunde genommen war das schon ein Treiber. Weil Sie haben als Automobilhersteller die Möglichkeit zu elektrifizieren. Mal ernsthaft, das kostet wirklich viel Geld. Also sind Sie gezwungen, herzugehen und zu sagen, was kriege ich denn mit dem Verbrenner hin? Also das war durchaus ein Treiber. Am Anfang, als wir gegründet wurden, dann waren wir so der Klassenfeind, weil wir machen ja das konventionelle Geschäft kaputt. Das tun wir natürlich nicht. Aber nichtsdestotrotz, man hat eine Rivalität selbst auch bei uns gemerkt. Aber die war gesund. Also die war sicherlich auch notwendig und man hat beim Verbrenner enorme Fortschritte gemacht. Herr Thomas, wenn Sie mal richtig Gas geben, ja, in dem Verkehrsleitsystem und richtig arbeiten, wie viel Prozent sind da noch drin? Also es ist schwierig zu sagen. Also im Normalfall spricht man so, dass man so zwischen 8 und 10 Prozent noch tun kann, was man an Kapazität noch irgendwo rauskitzeln kann. Sicherlich noch nicht auf jeder Strecke. Also wenn man jetzt nur mal von den Autos ausgeht, nicht auf jeder Strecke. Aber wo ich denke, wo wir noch richtig viel Potenzial haben, ist das Thema ÖPNV. Verändert sich diese Bandbreite an Verkehr, was die Uhrzeiten angeht, auch weil einfach jeder, der kann, irgendwie versucht, aus der Rush-Hour rauszukommen? Hochinteressant. Wir haben eine Auswertung gemacht zu den letzten Haushaltsplanberatungen, weil wir natürlich Geld wollten. Deswegen haben wir mal gesagt, wie hat sich der Verkehr denn entwickelt, beziehungsweise wo stehen wir denn momentan? Und das, was Sie gesagt haben mit dem Freizeitverkehr, das ist erheblich. Also wenn ich bei Ihnen jetzt fragen würde, wie ist an einem Sonntag der Verkehr in Stuttgart, da würden Sie wahrscheinlich sagen, so hoch. Es ist nicht so. Es ist tatsächlich nicht so. Es ist so, dass wir an einem Sonntag die gleiche Verkehrsstärke in Stuttgart haben wie unter der Woche außerhalb der Verkehrsspitzen. Es gibt ja immer das Bild der Alten, die mit dem Rollator kommen, aber es gibt eben auch die 99%, die total fit sind. Stoppen Sie jetzt länger in den Bahnhöfen, dass alle rauskommen, oder? Erstmal haben wir mit den Alten im Moment ein Problem insofern, dass das natürlich die Autofahrergeneration ist. Das heißt, also auch hier wieder die Sozialisation über das Auto ist bei den Senioren, die wir jetzt haben, wesentlich stärker. Ja, Mobilität sah mal so aus, wie Mobilität heute aussieht.
oder morgen, das haben wir jetzt betrachtet. Und zwar von beiden Seiten. Aus Sicht der Verbraucher, die gedacht haben und geschrieben haben, aus Sicht der Experten, die gedacht haben und präsentiert haben. Nicht immer gewinnt aber das Logischste, manchmal auch das Mächtigste. Und weil Mobilität so massiv alle anderen Branchen beeinflusst, bleibe ich natürlich dran. Der Trendbeobachter liefert weiter.